Gold. Kategorie Print und Printserien. Scholz & Friends, Hear the Silence. Adolf Wirth GmbH und Co. KG. Lärm macht krank, deshalb ist Gehörschutz ein wichtiges Thema für Arbeitgeber. Die verschiedenen Lärmquellen werden durch Ohrstöpsel ersetzt und so zum Schweigen gebracht. Die Einfachheit der Motive macht die Kampagne international leicht verständlich. Die Motive funktionieren auch ohne Worte und sind einer breiten Zielgruppe zugänglich. Kategorie Corporate Publishing. Reins Klassen GmbH und Co. KG. Text Sells. Text Sells zeigt, wie Texte überzeugen und verkaufen. Mit Modellen, Checklisten, Tipps. Die Leser bekommen Theorie, Praxis und Unterhaltung. Es kommen Menschen zu Wort, die durch Sprache Kult geworden sind. Udo Lindenberg, Uli Wegner, Giovanni Trapattoni. Und Menschen, die Sprache als Werkzeug einsetzen, vom Koberer auf St. Pauli bis zum Börsenguru. Der Mehrwert durch Sprache kommuniziert und die Agentur positioniert sich als eigenständige Marke. Kategorie Credentials. Demner, Merlicek und Bergmann. Markenmagnetismus. Das neue Marktforschungstool, das Anziehungskraft von Marken erstmals messbar macht, wird vorgestellt. Es erschienen Facebook-Posts, die äußerst seltsame Vorgänge zeigen. Das Gebäude zieht Gegenstände magnetisch an. Beim Pressetermin und gleichzeitig via Facebook wird aufgeklärt, dass es sich bei dem Phänomen um das Tool Markenmagnetismus handelt. Mediawert der Kampagne 45.000 Euro. Die Facebook-Postings erreichen 25.000 Kontakte. Und rund ein Dutzend Interessenten haben das Tool bereits im ersten Monat angefragt. Kategorie Dialogmarketing und Verkaufsförderung. Dieckert Schmidt GmbH. Actros, das 62,1% Mailing. Mercedes-Benz Trucks Germany. Mit dem Actros, dem Green Truck of the Year 2015, ist es Mercedes-Benz gelungen, die CO2-Emissionen ihrer Lkw um 62,1% gegenüber den letzten Jahrzehnten zu reduzieren. Die Kunden erhielten ein Mailing, bei dem sich in einem A4-Umschlag ein Anschreiben befand, das um genau 62,1% kleiner war als eine herkömmliche A4-Seite. Die Werbemaßnahme ist ebenso viel sparsamer und ressourcenschonender wie der Actros. Mit dem Mailing erhöhte sich die Anzahl an Gesprächsterminen in Mercedes-Benz-Kundencentern um 6%. Kategorie Crossmediale und integrierte Kommunikationskampagnen. Zielwerbeagentur GmbH. Die 100-Jährigen kommen. Die Bayerische. Nichts ist überraschender als die Wahrheit. Die Kampagne zeigt echte 100-Jährige, die gesund, fit, glücklich und zuversichtlich in diesem Alter sind. Anzeigen, eine Broschüre und ein Video, das auf der Webseite der Bayerischen zu sehen ist, zeigen 100 Jahre in 100 Sekunden. So alt kann man werden und so gut kann man in diesem Alter noch leben. Das Feedback auf die 100-Jährigen kommen ist enorm. Der monatliche Absatz der privaten Rentenversicherungen steigt um ca. 40%. Kategorie Film. La Bamba Agency GmbH. 8 Millionen Emotionen. AS&S Radio GmbH. Ahnungslose Probanden sehen Fußballfans, die mit ihrem Verein den letzten Spieltag durchleben, jedoch ohne zu hören, was diese hören. Die Befragten geben die unterschiedlichsten Vermutungen ab. Drogen, psychische Krankheiten, bis sie schließlich mit dem Zuschalten des Tons erlöst und überrascht werden. Freistoß für den HSV, 58. Minute, Luis Holtby nimmt ihn in die Mitte, kommt, dann ist er drin! Yeah! Seit mehr als 50 Jahren wird die Fußball-Bundesliga im Radio übertragen. Mit Kommentatoren, die Spiele mindestens genauso emotional kommentieren, wie sie Woche für Woche von bis zu 8 Millionen regelmäßigen Hörern durchlebt werden. Ein hochemotionales und reichweitenstarkes Umfeld.
Employer Branding. Deep Blue Networks AG. Hashtag Add Your Character. Wer in der Agenturbranche nach Mitarbeitern sucht, wirbt mit Gehalt, Titel oder großen Kunden. Aber das Wichtigste sind die Kollegen. Sie trifft man häufiger als die Familie. Doch wer hat schon während des Vorstellungsgesprächs die Möglichkeit, alle kennenzulernen? Also stellte Deep Blue seine Mitarbeiter und ihre besonderen Fähigkeiten in Illustrationen auf Instagram vor. Auch aktuelle Themen gehörten dazu, Dinge, die zeigten, was uns in der Agentur interessiert oder uns Spaß macht. Daraus wurde eine bildstarke Recruiting-Kampagne. Das Motto: Hashtag Add Your Character. Nach über 200 Illustrationen, mehr als 20.000 Followern und im Schnitt 600 Likes pro Tag hat sich die Bewerberanzahl verdoppelt. Rheins Klassen GmbH und Co. KG. Hashtag Lead Don't Follow. Börsenmarsteller GmbH. Der Kerngedanke spiegelt den Anspruch von Börsenmarsteller an seine Mitarbeiter. Lead Don't Follow. Börsenmarsteller sucht High Potentials, Menschen, die auch dorthin gehen, wo es wehtut. Genau das beschreibt auch die Lebenseinstellung der Zielgruppen. Laut, bunt, provokant, mit selbstbewussten Headlines, immer mit aktuellem Bezug zu den weltweit größten Skandalen und mit Understatement. Der Hashtag Lead Don't Follow trägt die Botschaft in die sozialen Medien und macht die Zielgruppen zu Multiplikatoren. Qualifizierte Bewerbungen und Neueinstellungen steigen um 107% und das Arbeitgeberimage um 14%.